So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. An alle Väter erstmal herzlichen Glühstrumpf so ungefähr zum Vatertag, oder? Hat er gesagt. Kommen die meisten um die Ecke. Wie war's? Heute ist Vater, heute ist Christi Himmelfahrt, heute ist Vatertag. Doch, heute ist Vatertag. Vatertag haben wir heute. Also GG an alle Väter. Muttertag kommt noch. Ja, Freunde, wir sind mit Hovis im Racing heute am Start. In Sandfort sind wir zu Gast. In den Dünen. Bin gespannt, was da geht. 60 Minuten müssen sie durchhalten. Relativ machbar, hätte ich behauptet. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Benni, vielen, vielen Dank. Willkommen zurück im... Was war es gewesen? 14. Monat. Dankeschön, mein Lieber. Und auch kleiner Kampfzwergel. Fettes, fettes Merci für deinen Resub. Willkommen zurück im 22. Devs, mein Lieber. Servus. Ja, klar siehst du den. Andi, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Ja. Den habe ich auch schon relativ lange, mein lieber Devs. Den Hoodie. Hey, Schmitti, wunderschönen guten Abend. So, wollen wir uns mal einloggen? Also, es wird jetzt richtig... Boah, es ist... es ist noch nicht am Regnen, ne? Aber, ey... Ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall echt duster. So, guck mal kurz aufs Ranking. Goldfahrerwertung, Max Florenz immer noch in Führung liegend. Was haben wir denn? 9. Renndurchgang von 11. Für den Sieg gibt es 26 Punkte. Ich glaube, der Max könnte das Thema heute Abend festmachen, oder? Wenn wir 26 Punkte draufrechnen, sind wir bei 216 Zähler. Das ist jetzt der Fall, der gewinnt das Ding. Ja, je nachdem, was Moritz Bitzer halt macht. Also, entweder heute Abend schon oder dann im nächsten Rennformat. Wäre es möglich. 156 Punkte hat P2 Moritz Birzer. Jan Drechsler auf der 3 mit 148 Punkte. Auch da zwischen den beiden muss es natürlich passen. Philipp Thoma auf 4, 133 Punkte. 122 Zähler hat Janis Zeus auf der 5. 113 der Robin Meyer auf P6. Sven, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. In der Silberkategorie haben wir Jeff Ewerts in Führung liegen mit 143 Punkten. Relativ dicht. Knapp vor René Breuer, dem auf 2 befindlichen Fahrer. 135 Zähler hat der René. Dominik Meyer auf 3 mit 128 Punkten. Danny Anwand 4. Tobias Martini 4 Zähler hinter Danny Anwand. 111, also die Schnapszahl für Mike Bugler auf der 5. Auf der 6. Martini ist auf der 5. Genau. Also Gold- und Silberfahrerwertung. Hören wir mal. Christopher, grüß dich. Moin. Du bist heute nur als Zuschauer dabei. Okay. Ich hoffe nicht verletzungsbedingt, Christopher, oder? Vatertag. Achso, stimmt. Aber ich hatte was gelesen, ja. Dass es aufgrund von Vatertagssituation nicht passt. Benni, mein Lieber, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Ja gut, ne? So wie immer, Christopher, so wie immer, Real Life etc., Gesundheit, Family und sowas sind alles Themen, die vorgehen, ganz klar. Die gehen vor. Sehr schön. Drücken wir uns gerade die beiden Trailer rein. Ich denke, bis dato ist das Briefing abgeschlossen im Hintergrund und dann gehen wir rauf auf den Server, oder?
Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Tja, die Jungs bräuchte ich eigentlich bei mir hier direkt im Hof so ungefähr. Wetter die letzten paar Wochen war nicht ganz so cool. Gefühlt bin ich jede Woche einmal mit dem Auto in der Waschstraße, so nach dem Motto, weil den ganzen Blütenstaub, Sahara-Sand und hast du nicht gesehen, der muss ja irgendwie wieder weg. Er sieht ja aus wie Sau. Sonst der Koffer, oder? Also genau so ist der Plan. Benni, wie läuft's Training? Bis Wochenende? Ey, Bomber, mein Lieber, grüß dich! Einen wundervollen, tollen, guten Abend. Bomber, vielen, vielen Dank. Willkommen zurück im 31. Mein Lieber, Dankeschön. Tim Hallmann, wunderschönen guten Abend. Auch fettes, fettes Merci an deinerseits gerichtet für deinen Primary Sub. Willkommen zurück im 28. Danke dir. SF Sim Racing, grüß dich, moin. Wahrscheinlich, ja, Selfie, wahrscheinlich. Nee, wir sind. Wir sind nicht zu dritt, Benni, wir haben. Ach, das. Das war phänomenal, das ist, also das war. Egal. Lass uns nicht großartig drüber reden. Wenn alles gut läuft, dann sind wir zu fünft. Gletscher, moin, grüß dich. Wenn alles gut läuft. Ja, wir haben so mit dem einen oder anderen Handicap müssen wir so ein bisschen kämpfen, aber alles gut. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur die Teilnahme dass wir da so ein bisschen racen können, dass wir ankommen im Grunde, also dass wir starten können, dass wir ankommen und alles andere ist dann vollkommen wurscht. Das kriegen wir hin. Gletscher, wie geht's dir? Ja, werden wir brauchen auf jeden Fall, Benni. Werden wir brauchen. Also hier, Bing Bong. Bomber, mein Lieber, bist du munter? Also für mich wieder eine absolute Quälerei, definitiv. Also Suzuka ist auch nicht irgendwie so eine Lieblingsstrecke von meiner Eins und irgendwie, weiß ich nicht, also das gibt ein Hängen und ein Würgen jedes Mal irgendwie da drüber, aber müssen wir durch. Citro, moin, grüß dich. Aber ich bin zuversichtlich. So, komm, schauen wir mal kurz rüber. Stefan Munz, McLaren Racing. Philipp Thoma, Madcap Racing im McLaren. Max Florenz für Venari Racing im Aston Martin. Das ist der Leader in der Goldkategorie. Matthias Weggel, Hove Sim Racing im Porsche. Janis Zeus, Entropy Racing im McLaren. Julian Grubica im DoD Racing. Lambo unterwegs, Sebastian Brocke für Entropy Racing im McLaren. Renny Brey, CDS Digital Motorsport im Porsche. Müde vom J4F, also, achso, die Just for Fun Races. Ah, okay. Glaub ich dir. Benjamin King, Rover Racing im M4, Jeff Everts im M4 für Hove Sim Racing 2, Detlef Keep, Hove Sim Racing im Porsche, Jens Alusar, Entropy Racing im McLaren, Bobby Paceman, Hove im McLaren, Patrick Schröter, Hove Sim Racing im Ferrari, Moritz Pürzer, Projektivseetaucher im Meckes. Das ist relativ kühl, wir haben 20 Grad nur im Asphalt, 15 Grad in der Außentemperatur. Wisse, was du tust. Vor allem lass die Räder, die Reifen am Leben, so ungefähr. Tobias Martini, Martini Web Design Racing im Ferrari, Danny Anwand im Fefe für Panther GT Racing, Jan Drexler, Skidmark Racing im M4, Gerd Binder im Ferrari, Dominik Meyer für Popel Sector Racing bei GSE im M4, Remo Kipfer im Fefe für Panther GT Racing. Ach, ihr wart auf der Nordschleife unterwegs. Okay, das ist anstrengend. Bin ich bei dir, Gletscher. Peter Lindner, CDS Digital im Ferrari. Ja, Meier für DB3 Motorsport im Audi 8. Markus Blumenrad im McLaren für Skidmark Racing. Michi Hirschi für Entropy Racing 2, der Österreicher im McLaren. Und Ricky Krebs für RPM Triebwerk im Ferrari.
Also ihr seht auch hier heute bei der Hofe Sim Racing aller Wahrscheinlichkeit nach dem Vatertag geschuldet, genauso wie es auch der Christopher Schmidt geschrieben hat in den Chat. Ist nicht allzu viel los. Ich denke, es kommt aber auch dem Fahrerfeld hier heute Abend so ein bisschen zugute. Sandford kennt er wahrscheinlich selber, ne? Aus der eigenen Erfahrung heraus, 40 Teilnehmer mehr. Auf Sandford ist anders wild. Jetzt Max, vielen Dank für den Follow, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Bis jetzt ist noch nichts Gegenteiliges bekannt, Gletscher. Wie bekommt man am schnellsten SA-Rating? Entweder machst du das mit der KI oder gegen die KI, Max, dass du hergehst und fährst. Die Pace ist im ersten Moment vollkommen egal. Die Pace ist vollkommen wurscht. Wenn du relativ lange im Windschatten des Vordermanns der KI bleibst, ohne ihn zu berühren, dann steigt deine SA relativ zeitig und zügig. Du kannst es natürlich auch mit Kollegen, mit Teamkollegen machen, beispielsweise auf dem Multiplayer-Server, das geht auch. Wichtig ist einfach, dass ihr relativ dicht lange zusammenfahrt. Ne, das kann auch nebeneinander sein. Überholen ist blöd in dem Fall, weil dann ist die, ich sag mal, der Ratingzähler im Hintergrund ist abgeschlossen. Genau. In einem Satz ausgedrückt von Citro lesbar, nah beieinander fahren ohne Kontakt. Genau, und irgendwann kommt sowieso dann der Tag X, wenn du ein bisschen aktiv bist in der Form, dass du das SA-Rating eigentlich ignorieren kannst, weil das wird dann, im Grunde wird das nicht wirklich nennenswert fallen, ne? Sondern im Hintergrund läuft der Zähler gedanklich, läuft der Zähler weiter und mehr wie 99 kannst du in der Darstellung eh nicht umsetzen. Okay, okay. Ja, das ist vom Prinzip her, du kannst dir das so vorstellen, das ist ähnlich wie eine Waage. Ne? Du hast ein positives und ein negatives Rating. Und das ist immer das. Im besten Falle hält sich das die Waage, beziehungsweise irgendwann hast du halt den Punkt erreicht, wo du immerwährend positives Rating hast, sodass du nicht mehr ins Negative rutschen kannst in der Darstellung. Wenn du jetzt sagst, du hast 30 SA-Rating verloren, dann bist du wahrscheinlich noch relativ frisch mit dabei. Wie gesagt, mach dich da nicht verrückt. Also im ersten Moment, ja, ich weiß, wie es ist, aus der eigenen Erfahrung heraus. Die meisten sind natürlich im ersten Moment drauf erpicht, dass sie da den Competition-Server mit betreten können, beziehungsweise dass sie auch vielleicht bei der LFM mit an den Start gehen können. Und die haben, glaube ich, ein 75er oder ein 80er SA-Rating, was die als Grundvoraussetzung halt haben wollen. Ja, und dass man das dementsprechend erreicht. Ja. Wie gesagt, mit der KI, das ist eine coole Variante, das geht auch relativ zügig. Und der Rest kommt dann eigentlich von ganz alleine. Ups, Entschuldigung, habe ich gerade den falschen Knopf erwischt. 200 Stunden plus, ja gut, was sind 200 Stunden, Max, ne? Also in Relation, aber alles gut, ja, vollkommen okay. Am Anfang, ja, musst du so ein bisschen Obacht geben mit deiner SA-Wertung, das ist schon richtig, das stimmt schon. Aber
Frei nach dem Motto, wie gesagt, das egalisiert sich. Ne? Also wenn du mal so 1000 oder 2000 Stunden drin hast in der ganzen Geschichte, dann ist der SA-Wert im ersten Moment dir eigentlich vollkommen wurscht. Also das heißt, du hast jetzt auch in der gedanklichen, optischen Darstellung Gletscher und den Gletscher gemacht, oder? Nach der Nuss. Da ist der Gletscher doch glatt mal im Rick durchgerutscht. Wieso habe ich einen Fahrer verloren? Wer fehlt mir denn? Markus Blumenrad fehlt mir. Markus Blumenrad fehlt. 2 Minuten haben wir noch im Practice, dann geht's rein in die Quali. Als Referenz können wir hier gedanklich mal die Zeit 34.3 von Julian Krupica nehmen. Benni, bei euch gehen alle an den Start, oder? Bing Bong? Alle genannten? Bei euch gehen alle genannten Fahrer laut RaceApp an den Start, oder? Ich bin echt gespannt, also ich hoffe ja, dass es nicht großartig irgendwie regnet hier. Okay, sehr geil. Ja, sag auf jeden Fall liebe Grüße an die Jungs, ne, bitte. Ich habe gerade Achtung switchen in Quark gelesen, anstatt Achtung switchen ins Quali. Auch nicht schlecht. So, Freunde, Attacke. 20 Grad im Asphalt, 16 Grad Außentemperatur, optimal Grip Level. Ich glaube, da können wir was mit anfangen. Also jetzt so die letzte Woche war cool. Vor 3-4 Wochen war ganz extrem. Da bist du ja aus dem Nassen gar nicht mehr rausgekommen, gedanklich. Lässt schon wieder fliegen hier. Es hat sich gerade angefühlt, als wenn er die Kaffeetasse noch kurz leer gemacht hat.
So ein bisschen was von einem Ritt auf der Kanonenkugel, oder? 35-1-1-2, Stefan Mons, momentan Paul Zetter. Jetzt Max Florenz über die Linie mit 35-0-9-2. Sebastian Brocke P3, 35-1-6-0, jetzt P4. Jan Drexler war ein Ticken schneller, 35-1-5-2 ist er gefahren, der Jan. Dann ist Zeus... Ja, genau, richtig, klar, logisch, ja. Weißt du, das Ding läuft den ganzen Tag gefühlt, weißt du, wie ich meine? Und immer dann, wenn ich live bin, dann will der mir einen erzählen von wegen, ey, Alter, mach nochmal ein Grafikkarten-Update, Treiber-Update. Mann! Katastrophe. Also, Julian Krupitzer, 34.610. Neue Polezeit vom DOD-Racer. Moritz Bitzer P7, 35.372. Benjamin King 8. 35.427. René Brey 9. Matthias Wegel 10. Oh, da war links Philipp Thoma gerade so halbwegs am nur noch Rollen gewesen. Im Madcap Racing McLaren. Patrick Schröter P17, 35.855. Was haben wir vorhin im Training gehabt? 34.3, ne? Habe ich, glaube ich, gesagt. Jetzt sind wir vorne auf die 2. 34.817. Ich glaube, den müssen wir auf dem Schirm haben, den Moritz Bierzer. Kann ich dir so ad hoc gar nicht beantworten, Christopher, ehrlich gesagt. Beim letzten Mal haben wir das eine oder andere Thema auch wieder gehabt, ja. Das Mal davor war aber gut. Also ich kann dir jetzt so aus dem Stegreif gar nicht genau sagen, ob nicht, dass es global gewesen ist, weißt du, wie ich meine? Weil die Hove selber hat auf jeden Fall nach diesem großen Havarie-Vorkommnis hat sie auf jeden Fall serverseitig von der Performance her nachgelegt. Ingo, wunderschönen guten Abend. Snacks, mein Lieber, grüß dich. Guten Morgen. Philipp, servus. Dann würde ich mal pauschal vorsichtig behaupten, Christopher, sollte passen. Oh, Alter, ich hab Muskelkater, Mann. Darfst du keinem erzählen, Snacks. Mons mal kurz Zweiter gewesen, jetzt Moritz Bürzer wieder. Das Thema getoppt. 34.477 für Julian Krupitzer. 34.512 für Moritz Bürzer. 34.812 für Stefan Mons. 34.997 für Sebastian Brocke. ...34.437, Krupitzer legt nach. Wird morgen weitermachen mit dem Training. Next, aber muss mal gucken. Ich habe so ein bisschen Bammel, ehrlich gesagt. Matthias Wegel nach vorne auf die 7. Jetzt geht's aber los hier. Es wird wieder umhergewickelt. Benjamin King toppt die... Den Querschnitt habt ihr gesehen im Augenwinkel noch, ne? Puh. Ich glaube, da war kurz mal Cole Brown-Momentum angesagt bei Matthias Wegel. Benjamin King aber vorbei an Matthias Wegel. 34.945. 935 direkt davor mit P6 Jan Drexler. Umgesetzt. Axel, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Ja, ich muss mal gucken, wie ich es mache. Also ich werd nicht live sein. Zumindest nicht am Samstag. Eventuell am Sonntag sporadisch. Und am Samstag werde ich maximal maximal zwei Stints fahren. Maximum. 34.352 für Moritz Bitzer. Was habe ich vorhin gesagt? Den müssen wir auf dem Schirm haben, den Moritz.
Den müssen wir auf dem Schirm haben. Neue Polezeit. Uwe, einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für den Talentspiel-Sub. Willkommen zurück im 22. Monat. Dankeschön. Nochmal an die Väter, die jetzt eingeschaltet haben im Nachgang. Alles, alles Gute zum Vatertag. Oxo, grüß dich. Auf geht's, Jens, komm. Jawohl, P12 für Jens Alusa, 35092. Muss, Roxo, muss. Freunde, Max Florenz ist nur auf der 6 aktuell unterwegs in der Quali, ne? Knapp 11 Minuten hat er noch, aber das ist eigentlich nicht Max Florenz üblich, was wir hier sehen. Auf der anderen Seite, hatte der uns nicht beim letzten Mal erzählt, Sanford Aston Martin wird ein bisschen anders wild. Schönes Ding, Verbesserung für Philipp Thoma nach vorne auf die 5. 34772 für Thoma. Ewart Sajev, P14, Boxeneinfahrt wird nochmal getestet. Um nicht zu sagen trainiert. Tobias Martini, P18. Hier auf Sandford meinst du, Christopher? Okay. Also für jetzt jemand, der nicht weiß, was der Hammer im Chat heißt. Der Hammer kommt immer dann, wenn man BOP reinschreibt. Egal in welcher Konstellation. Martini 35072. Geht gut das Getränk. Tobi auf die 13. Hilaria, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Hoppla. Kurz mal auf Abwägen. Dolly, grüß dich, morgen. Echt? Wieso macht denn der jetzt nicht den Hammer dahin? Katastrophe. Ja, mit Punkten, ja. Bing Bong, wie ist bei dir geplant? 24 Stunden ziehst du durch? Oder probierst du durchzuziehen? Also Screen begleiten, meine ich. Schönes Ding. Philipp Thoma nach vorne auf die 3. 34577. Das ist eine ganz, ganz enge Kiste da vorne. Sebastian Brocke, P4. Purple Sektor bei GSE Racing. Wo ist er denn hier? Nee, das ist er nicht. Hier, Dominik Meyer. Aktuell P23. Dominik, da muss er noch ein bisschen nachlegen. 35,642. Aktuell geht's dir gut. Dolly, bist du munter? Macht er noch? Okay. Ich glaube, beim letzten Durchgang hat es auch einen Moment gedauert. Bis der Dominik Meyer da gezündet hat. Oh, hoffst du? Okay. Ja, wie heißt es schön? Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Sehr schön, Dolly, freut mich. Rubika wieder auf 1. 34,245. Wir haben zu tun wegen dem Mustang. Gestern Abend ist meine Warteschlange etwas eskaliert. Echt? Okay. Also jetzt sind wir definitiv schon ein Ticken schneller, wie eben gerade noch im freien Training. Innerhalb von 2 Tagen meine Bestzeit um 14 Sekunden verbessert. Ja, das ist doch mal ein richtiges Wort, Dolly.
Also wir reden hier von der Nordschleife, ne? Okay. Ja, drücke ich hier die Daumen auf jeden Fall, Axel. Ja, das ist doch top, Dolly. Das ist doch richtig gut, Mensch. René Brey P8, Janis Zeus auf 9. Matthias Wegel auf 10. Wieder vorbei an Benjamin King. Oh, sehr schön. Nach vorne auf die 8. Der Matthias Wegel mit 34,832. Freunde, das ist die Zeitengleichheit zum eigentlichen Leader in der Goldkategorie, der Max Florenz. Beide die gleiche Zeit gefahren. 34,832. Die nächste Zeitengleichheit P12, P13. Detlef Kebremo Kipfer, der Schweizer. Na, guck mal an hier. Die sprechen sich doch schon wieder heimlich ab. Ja, Dominik Meyer aktuell noch auf der 22. Also irgendwas scheint nicht zu passen. Steht auch gerade in der Box. Müsste sich sputen, wenn er da nochmal nachlegen möchte. Zeus geht nach vorne auf die 4. 34,677. Nee, das ist gar nichts, Dolly. Vollkommen richtig, bin ich bei dir. 30 Sekunden auf 25 Kilometer musst du dich nicht verstecken. Bobby Paceman P18, Pierre Meyer davor auf der 17. Oh, der quält sich auch, der Pierre. Normalerweise auch ein Kandidat, der so in den Bereich der, ja, ich würde mal vorsichtig sagen, Top 5, Top 6, Top 7 gehört. Capo, grüß dich, moin. Wird jetzt getoppt von Danny Anwand. Der geht an Pierre Meyer vorbei, gedanklich auf die 17. 35,177. Ricky Krebs P22. Da ist jetzt einer der Skidmark Racing M4s dahinter. Das müsste Jan Drexler sein, der da Windschatten genießt. Ja, ist er auch. Da war er mal ganz kurz massivst quer gestanden. Miro, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Oh, ist ja knuffig. Markus, wie geht's dir? Entschuldigung, Jelaria. Sonst schreit das Next auch gleich hier. Boah, 100 Runden ist aber auch ein richtiger, ne? Und so. Den Tag gut überstanden, Mr. Cappuccino. Zeus auf die 2. Janis, Deka, 34,305. Ja, genau, ist nix. Genau, hier. Acht Stunden, no setup, try and error hinter mir. Ja, wunderbar. Soll ich jetzt gedanklich, Christopher, den Ironieschalter runter machen? Okay. Aber der Julian Krubica ist ein Lambo. Ist so wahr. McLaren 2, 3, 4. René Breis auch ein Porsche. P5. Sebastian Brocke, McLaren 6. Stefan Mons, McLaren 7. Jan Drexler, M4, P8.
Matthias Wägel, Porsche 9, Max Florenz im Aston Martin auf 10. Also, ja, von der eigentlichen Thematik, wie es vielleicht auch so ein bisschen in der Gesamtwertung aussieht, bin ich bei dir. Mons nach vorne auf die 4, 34,505. Lecker Hapa Hapa in Racing. Okay. Ja, ich habe heute auch wieder jetzt hinten ein paar Runden abgerissen. Und ich bin auch so ein bisschen platt jetzt, ja. Also ich glaube, alles andere wäre gelogen. Moritz Birzer fährt die neue Polezeit. 34,242 vorbei an Krubica und zwar um 3000stel. Freunde, das müsst ihr euch überlegen. 3000stel. Heiligsblechle. Zeus P3. Mons P4. 2/10 dahinter. Philipp Thoma P5. René 3 P6. Max Florenz 7. Die sind weitestgehend abgewunken. Birzer kommt reingefahren. Fährt die Runde nicht zu Ende. Die offizielle Qualizeit ist vorüber. Der muss auch mal sein, Cappuccino. Muss auch mal sein, Digga. Hey, Redspike, mein Lieber, grüß dich. Ein wunderschön. Muss. Hofft bei dir auch. Also, Polezeit 34,242 ist gesetzt. 3000stel dahinter, Krubica 2. Jannis Zeus 63,000stel dahinter auf P3. Also, wie dicht möchten Sie, aber wir nehmen die volle Bandbreite. Lange nicht mehr gesehen, mein lieber Redspike. 20 Grad im Asphalt ist identisch geblieben. Maschinenraum an Brücke V12? Fragezeichen. Nee, kein V12, Digga. Leider nein. Boah, das wird ja immer dunkler, oder? 12 Uhr am Mittag haben wir Serverzeit. 20 Grad ist identisch geblieben. 15 Grad Außentemperatur. Also, Regen, sage ich ganz vorsichtig, sollte es nicht. 60 Minuten. Full Send. 9. Renndurchgang heute Abend von 11 im Split A in der Serie A von der Hove Sim Racing. Wo steht es geschrieben? Ah.
Wo ist mein Knopf für das Grid? Da ist er. Also, Paul Setter, direkt im Bild. Das ist Moritz Birzer für die 1. Daneben Julian Krubica für P2. P3 für Yannis Zeus für den Griechen. P4 daneben Stefan Mons. P5 Philipp Thoma. Auf der 6 daneben der René Brey für die CDS-Mannschaft. Auf der 7 Max Florenz. Daneben der Detlef Keb auf der 8. Position. Sebastian Brocke für P9. Ja, war er doch ein Ticken schneller, der Detlef, wie der Teamkollege Matthias Weckel. Jeff Ewerts auf der 10. P11 für Jan Drexler. Matthias Weckel auf der 12. Dahinter versetzt Benjamin King auf 13. Position startend. Remo Kipfer für P14. P15 haben wir Tobias Martini. Jens Alusan P16. Und ihr seht, die Deltas, die sind echt minimalistisch. Danny Anwands P17. Daneben Pierre Meyer für P18. P19, immer noch die obligatorische Sekunde Delta nicht erreicht. Ricky Krebs, P20, Bobby Paceman, und da haben wir eine Sekunde und 8 Tausendstel. Gerd Binder P21, Patrick Schröter P22, Michi Hirtschi auf der 23, Peter Lindner daneben auf der 24, Dominik Meyer P25 und Markus Blumenrath P26. Alan, einen wunderschönen Abend ebenfalls. Schönen Vatertag gewünscht. Adrian, einen wunderschönen Grüß dich. Genau, schönen Vater da rein, Väter. Viel um die Ohren zur Zeit, wird aber wieder besser. Sehr schön, Red Spike. Wie hast du schön, ne? Das Licht am Ende des Tunnels. Nina, grüß dich, moin. Dirk, ich glaube, der Philipp, der ist schon richtig und Feiermann. Der ist ja auch da, der Philipp. Hey, super DJ. Wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Moin. Ich glaube, den müssen wir bremsen. Alles gut, Dirk. Alles gut. Kein Kopf machen. Kein Problem. Der Satz, Philipp, ja genau. Der Satz, Philipp. EJ, wie geht's dir? Immer wieder schick, wenn du dich an der eigenen Summer verschluckst, hey. Ja, sehr schön, sehr schön. Jetzt, das müssen wir jetzt eigentlich noch toppen, ne? Wer von euch hat morgen auch Brückentag? Wer von euch hat morgen auch frei? Scheiße, Markus Blumenrath da hinten steht in der Box. Blumenrath muss aus der Box hinterher starten, Freunde. Dennis, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Angel ist in der Haus. Oh, Miro nicht? Okay. Ich glaube, ich entscheide es morgen früh spontan, ob ich es schaffen gehe oder nicht, so ungefähr. Ansonsten werde ich morgen nochmal Hardcore-Session-Training einlegen.
Für den Samstag, beziehungsweise für das 24er, nein. Ja, da gibt es die 3 plus sogar in den Chat. Fünfte. Okay. Morgen und Samstag arbeiten. Weil das ist natürlich bitter. Denn da will man auch nicht unbedingt tauschen mit, ja. Ellen darf auch morgen fleißig sein, okay. Bei mir verkürztes Wochenende. Oh. Oh. Nee, der Mai ist bei mir eigentlich relativ entspannt. Aki hat es nicht gleich, bis er schon gewohnt. Ja, genau, Miro, ja. Okay. Oh, ich denke, das kriegen sie hin, Bing Bong. Ich denke, das kriegen sie hin. Also absolut geil, ne? Schaut euch an, der Paul Zetter ist ein Goldfahrer. Der Zweitplatzierte rund um Julian Krubitzer ist Silver Driver, ne? Also, ich finde es diesmal echt cool gemischt. Gold- und Silberfahrer. Und jetzt geht's gleich los. Wir sind über die Straight unterwegs in Sanford. Da waren sie richtig gut am Start. Und der obligatorische Jägerknall. Krubitzer probiert's außenrum. Das geht meistens nicht. Zumindest nicht in der ersten Runde. Da hinten gab's ein bisschen Techtelmechtel. Achtung, lasst euch bitte Platz. Ersten 1, 2, 3 Ründchen auf Sanford. Ja, genau, das ist genau das, was ich mir fast dachte. Ihr habt es gesehen. Gerd Binder kam da jetzt nochmal quer. Da hat es den Patrick Schröter mitgewickelt. Da war man sich unein. Da war man sich nicht... wie heißt es so schön? Da war man nicht committed. Kapell. Hat nicht ganz gepasst. Also da vorne an der Spitze, relativ entspannt. In Anführungszeichen entspannt. Ne? Die sind ja wie an einer Perlenkette aufgereiht hintereinander am Fliegen über Sanford. Aber es gab zumindest keinen Havarie-Totalausfall. Markus Blumenrad ist auch unterwegs. Aus der Box hinterher gestartet. Du meinst mit dem Knall, Schmitti? Ey, Simpanse, grüß dich! Danny Anwand. Vorbei an Tobias Martini. Ja, glaub mir, ich würde es sofort abstellen, wenn ich da irgendwie einen Einfluss drauf nehmen könnte. Habe ich aber überhaupt nicht. Oh, ich muss nachgucken. Ingo. Platin. Also sprich, Goldfahrer. Der Binder 21, Dominik Meyer P22, Tobias Martini. Bisschen Techtelmechtel gehabt. Einfach alle, genau Sven, einfach alle, ja. Rocker hinter Jan Drexler. Ein
volle Streckenbreite ausging. Ihr habt gesehen, ne? Wie wenig Platz, wie viel Millimeter gefühlt nur noch in Richtung Grasnarbe übrig waren. Der Meier auf der 16, direkt dran an Jens Halusar. Entlichen. Ricky Krebs auf der 19, hinter Tobias Martini. Denn die Anwand hat sich lösen können, ist 1-1 schon weg von Tobias Martini. Wettbinder auf der 21, auf geht's Gerd, komm, 35-2-7-5. Schnellste Rennrunde der Zeit gesetzt vom Leder von Moritz Bierzer. Simpanse, wie geht's dir? Muss. Patrick Schröter P24, Peter Lindner 25, Schröter ist dran an Michi Hirschi, am Österreicher. Ja, der muss rein in den Tunnel, die 39.1 im letzten Umlauf. Hat nicht ganz gepasst im Vergleich zu Patrick Schröter, seiner Pace. Aber wir haben ja noch nicht einmal die ersten 5 Minuten geschafft. Wir sind ja auch gerade erst in Rennrunde Nummer 2. Lorenz auf P6, klebt hinter Philipp Thoma. Was fährt man von der Spitze? 35-2. Gut, mal abgesehen davon, dass man... Sag mal, ist der Max Lorenz heute einziger Vinari-Pilot? Wo ist der Mike? Naja, gut, Vatertag halt, ne? Darf man nicht vergessen. 34,945. Die Zeiten kullern. Pace wird umgesetzt und generiert. Matthias Wegel hinter Raphael Wörz vor Remo Kipfer. Schatten folgt er hier, der Matthias Wegel. Detlef Keb ist da vorne auf der 10, der führt so ein bisschen den D-Zug an. Der im Grunde erst bei P14 bei Remo Kipfer mal kurz endet. Dominik Meyer auf der 22 hinter Gerd Binder. Schneller ist er, der Dominik. Oh, aber nicht so. Nicht über die Wiese. Markus Blumenrad. Pi mal Daumen, 17 Sekunden muss er zufahren, würde ich jetzt sagen. Bis er dran ist am Feldende. Okay, jetzt hat Julian Krubica die neue Rennrunde, schnellste Rennrunde gefahren. 34,592. Und beide sind sie über 2 Sekunden weg vom Drittplatzierten von Stefan Mons. Ah, Adrian, sorry, jetzt erst gelesen. Ja, ebenfalls einen schönen Abend noch gewünscht. Adrian muss morgen wieder früh raus. Drexler probiert es gegen René Brey. Reicht aber nicht. René kann den Konter fahren.
Schön, wie sie sich da Platz lassen. Sehr, sehr geil. Sebastian Brocke, der Dritte im Bunde, schaut sich die Geschichte an. Versucht, die vermeintliche Lücke zu finden, um vielleicht profitieren zu können. Aber jetzt profitiert erstmal Jan Drexler. Er kam vorbei an René Brey für diese doch sehr, 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 sehr enge Schikane hier in Sanford. Wechsel um P7. Schönes Ding. Gehen wir kurz rein in den Koffer zu Danny Anwand auf der 17. Position. Man munkelt, dass Brocke zu Skidmark wechselt. Okay. Okay, Brocke jetzt auch vorbei an René Brey. Auch den McLaren konnte er nicht hinter sich halten, der René. Ganz eng rumgefahren, der Gerd Binder hier. Hat es mal kurz ein bisschen gescheppert, ein bisschen Lackaustausch gegeben. Jens Alusa P15 und Pierre Meyer auf der 22. Dominik Meyer ergo vorbei an Pierre Meyer. Das ist ganz bitter für Markus Blumenrad, mein lieber Gesangsverein. Max Lorenz bleibt dran an P5 an Philipp Thoma. Stefan Mons möchte sich etwas lösen von Janis Zeus. Julian Krubica. Ja, halbes Sekündchen. Halbes Sekündchen kann man machen hinter Moritz Pirzer. Aber sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, dass sie hier sauber zusammenbleiben. Jetzt ist Pierre Meyer wieder vorbei an Dominik Meyer. Also der eine Meyer am nächsten Meyer vorbei. Kann man sich denn eine Wollmütze babbeln? Ingo, klär mich auf. Wo ist Herr Martini? 4 Zehntel, das ist zu weit. Das ist zu weit weg. Für die erste Ecke hier in Sanford, um das Thema vielleicht auf der Bremse zu versuchen. ...36.827 von Bobby Paceman. Das ist der McLaren mit der 778 vor Gerd Binder. Gefahren und der 36.802 von Gerd Binder dahinter. Wie sehr möchten Sie die Pace adaptieren? Jawohl, volle Bandbreite. Nee, das ist kein... Das nennt sich
akkurat dargestellte, vernünftigste Bewölkung, Ilaria. Ja, gut. Eine Wolldecke. Also haben wir jetzt entweder Wollmütze oder Wolldecke. Aber beides wird nichts. Ach so, eine Wolldecke kann jeder, eine Wollmütze nur ein wahrer Meister. Ach so, okay. Ich glaube, das geht aber nur dann, wenn ich mir wirklich so einen absoluten Hardcore-Bart wachsen lasse, was ich niemals machen werde. 35,2, 34,8 für P2, der Julian Krubitzer gefahren. Chapeau. Am besten dann noch weiß eingefärbt, oder? Gab's auch wieder ein bisschen Blechgeschmuse. Tobias Martini und Pierre Meyer. Nick Meyer. Achtung, Achtung, Achtung. Pierre Meyer P20, Tobias Martini 21, Dominik Meyer P22. Matthias Wegel immer noch hinter Jeff Ewerts. Alles, mach in Ruhe, Ingo, mach in Ruhe. Ich will gar nicht wissen, was eine Matze ist. Ich kenne die Matte. Ja, danke, Simpanze, danke. Ich bin nicht der Einzige, der das nicht versteht. Ja, siehst du, das mit dem Lirk habe ich gar nicht gelesen. Ich habe automatisch Lirk gelesen. Katze kann natürlich auch sein, ja. Aber Katze auf dem Kopf, ey, bitte. Stellt euch das mal vor. Oh, au, 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 au. Janis Zeus. Philipp Thoma. Da war man sich uneinig gewesen. Zeus fällt zurück auf die 10 hinter Detlef Kip. Philipp Thoma jetzt auf der 7 unterwegs. Cool. Die sind alle so dicht zusammenstellenweise noch, dass ich bisschen Bammel hat, wenn ich da jetzt ein Replay einspiele. Aber auf der anderen Seite, das können wir ja noch ein bisschen aufschieben. Das geht ja wieder Zeit. Ah, du meintest Mathe. Okay, alles klar. Schönes Ding. Beim Janis ist der Blinker links an. Entschuldigung, das andere links, rechts, so meine ich natürlich. Aber er ist wieder vorbei an Detlef Kip. Martini geht vorbei an Dominik Meyer. Also es wird nicht langweilig, es wird... Alter, nicht White, ey. Sau geil gemacht von beiden. Sau geil gemacht. Geht, aber ihr seht, wie Michi Hirschi da jetzt rangepfeilt kam, ne? Ja,
Jetzt wieder Full Send und da vorne wegfahren, Tobias. Und die Anwand P16. In Schattenspielerei gespendet bekommen von Jens Anusar. Der Dreikampf immer noch bestehend. Jeff Ewerts auf 12. Der nächste Luxemburger. Nebst unserem Devs. Matthias Wegel 13, Remo Kipfer P14. Ey, Didi, mein Lieber, grüß dich. Einen wunderschönen. Moritz Birzer immer noch auf der 1. Kann sich behaupten. Und hält wacker die erste Position vor Julian Krubitzer. 5 Sekunden dahinter auf der 3 Stefan Munz. Auch der ist momentan befreit unterwegs, der Stefan Munz. Sag mal, der hat ja gar nichts auf dem Auto drauf. Das sehe ich jetzt erst. Der hat ja nicht mal mehr Numberplates drauf. Max Lorenz P4, Jan Drexler 5, Sebastian Brocke P6, Philipp Thoma P7, René Brey auf 8, Janis Zeus auf 9, Detlef Kepp auf der 10. Nee, leider nicht, Simpanse. Leider nicht. Das ist leider eine Art von Datensatz, die in dem ACC-TV die nicht abgegriffen werden kann über die Schnittstelle. Geht leider bis heute nicht. Deswegen mache ich die Fahrervorstellung noch immer in einem alten Overlay. Also beziehungsweise in dem Kunos eigenen Overlay. Weil ich nur dort den Teamnamen angezeigt bekomme. Also ich kann gerne mal... Vielleicht geht's ja, aber ich... Oh Mann! Scheiße! Benjamin King und Detlef Kepp, da hat es jetzt nicht ganz gepasst. Es gab den leichten Tuschierer in Richtung Kepp. Der rutscht dann auch noch final auf der Grasnarbe aus. Klar, Sandford ist eine unglaublich schmale Strecke. Und jetzt geht es hier fast an letzter Position für Detlef Kepp weiter. Da ist der P25. Ja, genau, jetzt fahren wir auf den Körben auf, Detlef. Mann! Schade, 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 schade. Das wird ihn ärgern, mit Sicherheit. Genau, warte mal, jetzt gehen wir mal gucken, Teamname? Ne. Achtet mal unten rechts unter dem Namen. Live Speed kann ich anzeigen und das wäre auch die Position, wo normalerweise der Teamname stehen könnte. Aber das geht leider nicht. Ja, ich wechsle jetzt mal rüber auf Teamname. Bups, leeres Feld. Muss, Didi, muss. Da muss ich leider passen. Ja. Aber ich sag mal, wenn ihr es wirklich wissen wollt oder dergleichen, ne, das ist kein Problem, dann sagt er halt kurz Bescheid. Boxengasse ist geöffnet, 20 Minuten Pit Window. Dann geht die Box auch schon wieder zu. Das heißt, 40 Minuten haben wir noch zu gehen. 20 Minuten haben wir geschafft und die frühen Boxenstops sind gemacht oder werden gemacht von Philipp Thoma, Remo Kipfer, der Ricky Krebs, Patrick Schröter. Danny Anwand auch in der Box. Taktisches Geplänkel, Chapeau. Kriege ich es aus dem Kopf hin? Ja, mal gucken, oder? Ja, bei Stefan Munz zum Beispiel weiß ich es nicht aus dem Kopf. Wir haben auf jeden Fall Projektivseetaucher. Das ist DUD Racing auf der 2. Stefan Munz ist... Ich hab's schon wieder vergessen. McLaren Racing. Ah ja, okay. Max Florenz ist Vinari Racing. Da steht es nur unten rechts nicht drunter. Jan Drexler ist Skidmark Racing. Sebastian Brock ist Endcopy. CDS, also CDS Digital Motorsport für René Brey. Endcopy Racing für Zeus. Rover Racing für Benjamin King.
Hove Sim Racing 2 für Jeff Ewerts, Matthias Wegel für Hove Sim Racing, Jens Anser für Entropy Racing, Gerd Binder. Solo-Fahrer, Bobby Paceman für Hove. Pierre Meyer für DB3 Motorsport, Tobias Martini fährt für Martini Web Design Racing. Purple Sector Racing bei GSE für Dominik Meyer. Wegel kommt rein, Michi Hirtschi für Entropy Racing 2, Peter Lindner ebenfalls für CDS. Markus Blumenrad. Skidmark Racing. Fahrzeugwechsel in der laufenden Saison ist bei Hove auch nicht gestattet, Didi. Das heißt, wir werden keinen Mustang sehen bei Hove Sim Racing. Zumal auch ein Gaststart nicht erlaubt ist bei Hove Sim Racing. Ja, ich denke, dass man jetzt hier seitens bei Detlef Keep da versucht den... Ich hoffe, er fährt wieder raus. Ist das nicht das Haverschmittel, Gilaria? Zunichin? Danke dir, Simpanse. Irgendwann, Markus, also Gilaria hat, ich glaube, wo ist der Mitch eigentlich schon wieder, oder? Wenn wir es gerade von ihm haben. Irgendwann hat er mir das mal erzählt. Ja, ich habe es schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Ich kann mir das doch nicht merken, Mann. Ach nee, das war nicht Sunichin, das war Alpizin, Entschuldigung. Das heißt, das klingt doch genauso, Mann. Also bitte, ob jetzt Alpizin oder Sunichin, kriegst du beides in der Apotheke. Peter Lindner jetzt beim Stop drin, Markus Blumendraht somit P17 gleich übernommen. Ja, das ist wenigstens so eine halbe Genugtuung, wenn du dann wirklich aus der Box hinterher starten musst und dann Richtung Halbzeit der Rennsituation so ein bisschen mit dem Feld trotzdem mitschwimmen kannst. Renny Brey im Windschatten hinter Sebastian Brocke. Schnellere ist gerade der Porsche mit der 22 von beiden. Thomas vorbei an Peter Lindner. Mal kurz um P24 bzw. um P23 gewechselt. Matthias Wegel vorbei an Markus Blumendraht. Ubla, da wollte ich hin. Also der Porsche Heckflügel ist sowas von sackisch hoch, ey. Da kannst du nicht drüber schauen, das geht gar nicht. Dann fahren wir ein paar Meter mit bei Danny Anwand, der ist hinterm Teamkollegen unterwegs, dem Remo Kipfer, dem Schweizer. Beide dunkelgrünen Ferraris aus dem Panther GT Racing Hause. Renny Brey, Boxeneinfahrt anvisiert. Heath fährt nicht mehr raus. Ne, bei der Stande, bei der Rundenzeit sage ich auch mehr. Sven, der wird nicht mehr rausfahren mit Detlef Keep, schade. Ich hoffe, dass er sich nicht womöglich wehgetan hat. Ein Tick zu viel gewollt. Quersteher bei Danny Anwart. Rüber zu Julian Krubica. Die beiden auf P1 und P2. Die kriegst du nicht getrennt gedanklich. Wenn ihr mich fragt, hat der Moritz Pirzer wieder heimlich trainiert. Da geht er so gut, der Koffer, oder was hier auf Sand vor der Lambo? Meine Fresse.
Aber geil, finde ich gut, gefällt mir. Der Ewerts, P9. Auf geht's, Herr Ewerts. Machen Sie mal ein bisschen Attacke. Momentan P2 im aktuellen Rennen hier unterwegs, in seiner Klasse. Dahinter 6,4 Sekunden P3, der Jens Anuser auf Gesamt P10. Das ist überschaubar. Ich glaube, der Max Florenz hatte mir da beim letzten oder vorletzten Mal irgendwas erzählt gehabt, dass er hier mit Sandfort mit relativ wenig Punkten rechnet, weil er hier mit dem Aston Martin nicht wirklich so die Pace umsetzen könne. Wenn ich es gerade gedanklich noch richtig zusammenbringe. Boxeneinfahrt von Jeff Ewerts. Schee. War das mal vorher das ein oder andere Mal Boxenzufahrt, die Boxengasse in der Einfahrt trainiert hat. Ich glaube, das macht sich bezahlt. Boxeneinfahrt hier in Sandfort ist nicht ganz ohne. Da wird einem gedanklich erstmal so ein kleines S von Latz geknallt. Auch Markus Blumendraht gibt die Linie frei für Remo Kipfer und Danny Anwand. Fünf Sekunden noch, Freunde, dann ist Halbzeit. Dann haben wir noch 10 Minuten. Die Box geöffnet. Benjamin King kommt rein. Philipp Thoma P21, Pierre Meyer 22. Hier war's da los. Übernimmt so mit P14. Da war ein Benjamin King, der ist wieder zurück auf der Strecke. P15 hat er jetzt inne. Also Radsatzwechsel ist den Teilnehmern überlassen. Ne? Oh je, bei Philipp Thoma gab es den Räderwechsel. Ich glaube, das war jetzt nicht wirklich gewollt. Außer der hat sich eventuell so ein bisschen den Platten eingefahren. Also sprich Druckverlust gehabt in einem Reifen, das kann natürlich auch sein. Wie man es ja von ACC kennt, ne? Du musst halt immer komplett die Räder wechseln. Hirschi, vorbei an Dominik Meyer. Meyer Busa, Chris. Einen wunderschönen Abend, grüß dich. Alles gut. Thank you.
Der M4 auf der Nuss schiebt übelst über die Vorderachse. Ist das nicht generell ein grundsätzliches Problem beim M4? Also wenn jemand einen Tipp hat, gerne hier reinschreiben. Glück mich mal wieder auf die Nuss. Ja, mach das, Jelaria, danke dir. Ja, genau, richtig. Ähnlich meine ich es auch. Sven? Also, Julian Grubica. Er hat, glaube ich, die Schnauze voll gehabt. Der wollte jetzt nicht mehr die ganze Zeit hier hinter Moritz Birzer, hinter dem Führenden hinterherfahren. Der hat jetzt einfach den deutlich früheren Stopp gemacht wie Moritz Birzer. Also auf B8 darf er jetzt wieder Vollgas geben, der Julian. Tobias Martini im Windschatten hinter Bobby Paceman. Michi Hirschi ist drin beim Stopp. P22 gerade gelistet. Everts immer noch hinter Benjamin King. Und die fahren gleich. Gleiche Pace aktuell, die beiden. King und Evert 36,4 im letzten Umlauf. Und die beiden kriegst du genannt, wir auch nicht getrennt hier. Remo Kipfer vor Danny Anwand, die beiden Teammates. Schön, mir dann zu sehen. Paceman kommt rein, der Bobby. Tobias Martini also freie Fahrt. P10 für Martini. Bisschen mehr wie 4 Minuten noch, dann schließt die Box. Hier ist Matthias Wegge. Ja, auf der 16. Hoffen wir mal, dass der Matthias Wegel heute die, wie heißt das schön, diese Pechsträhne abreißt bei Matthias Wegel. Alter. Was ein Quersteher von Pierre May. Next, bist du noch da? Chemgas! Ein Monat voll! Chemgas, vielen, vielen lieben Dank für den Prime Sub. Willkommen zurück im 28. Monat. Einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Jens Alusa ist drin, Jan Drexler, Gerd Binder kommt reingefahren, Julian Grubica also wieder auf P6 nach vorne gespült. Ja, das stimmt, mein lieber Chipkas, das stimmt. Philipp Thoma ganz, ganz dicht dran an Ricky Krebs. Er probiert es für T1 rauszuziehen, aus dem Windschatten auf der Bremse zu regulieren. Das ist ein Abstand gewesen, wo ich sage, da kannst du es probieren. Saugeil gemacht von Philipp Thoma. Dominik Meyer, Boxenausfahrt. Thoma also P16. Ricky Krebs jetzt auf der 17. Schönes Manöver. Meinst du vom Fahrerischen her, Chemgas, oder meinst du in Real Life?
auf Arbeit etc. Ja, können wir uns die Hand reichen. Können wir uns die Hand reichen. Wir können ja mal, ich weiß nicht, hast du morgen Brückentag, Demkas? Okay. Ja, wir müssen mal telefonieren. Also ich habe jetzt auch am Wochenende wieder so ein bisschen Halligalli. Oh, jetzt muss er sich aber sputen, der Moritz Birzer. Mons ist drin. Florenz, Zeus und Brocke, das heißt P2 für Julian Krubitzer. Mons kommt zurück, der Stefan auf der 3. Max Florenz P4. Brocke, Zeus. Brocke kommt raus. Oh, da kommt Jan Drexler vorbeigeflogen. Nicht wundern, die Boxenausgangssituation ist sehr, sehr knapp bemessen. Ne? Deswegen ist die Linie hier in Sandfort beim Boxenausgang auch gestrichelt. Heiraten steht auch auf der Agenda? Hä? Ich hab gedacht, du wärst verheiratet gewesen. Aber lass telefonieren, Cemkas. Das ist zu privat sonst hier. Jetzt ist Moritz Birzer drin. Jetzt ist Moritz Birzer drin beim Stop. Pit window is closing now. Puh. Also ein paar Sekunden hat er noch gehabt, aber viel war es nicht mehr, der Moritz. Das sollte normalerweise reichen, wenn es jetzt alles... Oh, hat geklappt. Hat geklappt. Moritz Birzer kommt zurück. Der bleibt auf der 1. Julian Krubitzer sehen wir hier. Birzer bleibt in Führung. Dann schreib doch über Discord, Sven. Dann schreib doch über Discord. Dolly ist bei mir auch auf dem Discord drauf. Fünf Sekunden. Ah, okay, okay. Direkter Vergleich, 5,9 Sekunden reine Standzeit bei Moritz Birzer beim Stomp, 9,8 waren es bei Julian Krubitzer. Also dann war das Zünglein an der Waage, wie es so schön heißt. 18 Minuten haben wir noch, Freunde. In Las Vegas. Ja, geil. Okay, so geht's auch, Sven. Ja, sehr gut. Danke dir. Thomas vorbei an Danny Anwands. Ja, da ging's nicht ganz, ohne mal ein bisschen am Lack zu lecken. Ist aber auch sehr, sehr schwer hier in Sandfort. Ich glaube, in Summe gibt es eigentlich nur zwei Stellen, wo du zum Überholvorgang ansetzen könntest. Gesetzt der Fall, der Gegenspieler spielt mit, dann ist es natürlich auch stellenweise im Infield möglich. Muss Philipp Thoma an Remo Kipfer vorbei. Die Pace dafür hat er, der Philipp.
Ja, das ist zum Beispiel hier eine Streckensektion, wo ich sage, da muss er mitspielen. Der Gegenpass. Nicht. Wirklich einverstanden war Remo Kipfer nicht damit, aber er hat aber auch deutlich weniger Traktion gehabt wie Philipp Thoma, weil ihr habt gesehen, wie der McLaren da rausgepfeilt kam aus dieser Streckensektion. Thoma also jetzt auf der 13, vorbei an Remo Kipfer. Jetzt sind die beiden Panther GT Racing Ferraris wieder hintereinander unterwegs im altbekannten Formationsflug. Science zum Prüfen, ja genau. Aber Las Vegas finde ich cool, Champcast. Das freut mich. Ja, das ist immer schön, wenn es funktioniert, Schmidt, definitiv. Ja, was ist das für eine Frage? Wie lange musst du noch? Wie lange musst du noch? So, Thomas dran an Jens Alusa an P12. Gleiches Thema in grün. Ja, für T1. Sauber auf der Bremse. Schönes Ding. Geht ungefähr die Pace wie nahezu an der Spitze der Philipp Thoma. Also wir reden hier vielleicht von 2 Zehntel Delta im Vergleich. Ja, genau, Schmitti. Er schlägt sich aber wacker hier der Bobby Pace mit von Pierre Meyer. Ich glaube, das Zünglein an der Waage bei Philipp Thoma ist die Situation, dass er den Radsatz gewechselt hat. Sebastian Brocke auf der 6. Jan Drexler direkt davor. Und der hat den Fehler gehabt, der Jan Drexler. 1,7 Sekunden auf Pace. Der Jan Drexler. Jetzt nicht
schnappen lassen. Auf den F3? Okay. Warum nicht? Ja, so ein Open Wheeler ist halt schon eine ganz andere Nummer, ne? Elf Minuten noch. Temperaturen sind beständig. 16 Grad Außentemperatur, 20 Grad im Parcours. Und die beiden Führenden hier, Gold- und Silberglas. Großartigen Job, den sie machen. Moritz Birzer, Julian Grubitzer auf der 2. Meilenweit weg von den Zweitplatzierten in der jeweiligen Klasse. Philipp Thoma ist dran an Matthias Wegler, P11. Einmal bitte vorbei. Direkt davor ist Benjamin King, also das gibt gleich mal das Duett für Philipp Thoma. Er hat's probiert, der Matthias Wegler. Ihr habt's gesehen, er hat's probiert. Er wollte die Tür zumachen, beziehungsweise die Linie zumachen. Das hat ein Philipp Thoma überhaupt nicht interessiert. Hey, Scratchy, mein Lieber, grüß dich. Auch das richtig, richtig sauber und souverän abgewickelt. Thoma vorbei an Benjamin King. Jetzt auf der 10. Nochmal rüber zu Sebastian Brocke. Jan Drexler. Gleiche Pace, gehen zu 36,2. Raus auf Start und Ziel, dann kriegen wir aktuelle Daten. Schauen wir mal im Vergleich. 36,1 Sebastian Brocke, 36,3 Jan Drexler. Boah. Also muss ein Jan Drexler auch mal dezent in den Rückspiegel blicken. Das ist richtig, Chipcast, das stimmt, ja. Fixed Setup. Da gibt es kein Für, kein Wider, kein Pro, kein Contra. Keine Eventualitäten. Für alle identisch. Wieso hast du den ganzen Tag verschlafen, Squitchy? Bis 18 Uhr. Okay. Ich glaube, dann war das nötig gewesen, oder, Squitchy? Dominik Meyer auf 20, jetzt hinter Bobby Paceman. Pierre Meyer ist etwas abgerutscht nach hinten auf die 21. Position. Lange Geschichte, okay. Schaffen wir in 7 Minuten verbleibende Renndistanz wahrscheinlich nicht mehr. Alles gut, alles gut. Heute ist eh Vatertag, weißt du, wie ich meine?
38,5 King, 38,475 für Matthias Wegge. Auf geht's, Matthias, komm. Nee, das war auch allgemein bezogen gerade und gesprochen, Squatchy. Voll auf den Körb drauf geräubert, Mann. Oh, da zieht er aber vorne nochmal richtig an einem Kabel. Der Julian Krubica, 35,130 ist er gehämmert. Acht Zehntel schneller gewesen wie Moritz Birzer da vorne auf der 1. Da war ein Tick zu spät im Anker. Der Matthias. Zwei Sekunden. 4 Minuten noch durchhalten. Im Grunde ist es egal. Im Grunde ist es absolut scheißegal. Beide gewinnen das Rennen hier in Sandford. Jeder in seiner eigenen Klasse. Tendenziell sollte Dominik Meyer, wenn er eine Möglichkeit bekommt, diese auch instinktiv nutzen gegen Bobby Paceman. Wollt mir jedenfalls Reggie. Geht. Unglaublich. Der Rennepreis ist auch nochmal nicht aufgelaufen auf den Sebastian Brocke. Okay, der Sebastian Brocke muss einen kleinen Schnitzer drin gehabt haben. Der war dicht daran an Jan Drexler gewesen. Schauen wir mal, Timkas, schauen wir mal. Der Stand der Entwicklung, der weitergeht.
und Zeus geht vorbei an René Brey. Yannis Zeus übernimmt die 7. Oh, da hat's nicht gepasst. Matthias Weggel und Benjamin King. Ah! Vor ein, zwei Runden war das schon unglaublich spät auf der Bremse gewesen, der Matthias Weggel. Und jetzt eben gerade hat es nicht gepasst. Benjamin King wurde da leicht touchiert. Matthias Weggel hat aber auch instinktiv gewartet auf Benjamin King. Fallen beide zurück auf die 15. und 16. Position. Wir sind in der letzten Runde. Ihr habt es vielleicht gerade im Hintergrund gehört vom Spotter. Entschuldigung, wir gehen jetzt in die letzte Runde. Ist es schon durch, Schimkas? Ich weiß nur, dass das im Raum steht. Dass das schon durch ist, final, hätte ich nicht gedacht. Ich wollte gerade sagen. Ach so. Okay, okay. Also ich denke, der allgemeine Stand heute war noch der gewesen, dass da noch einiges an Material zu klären es war oder gibt mit dem CEO, Investoren etc. Dass aber Corsair als potenzieller Nachfolger oder beziehungsweise Übernehmer der ganzen Situation da im Raum steht. Wenn du jetzt aber sagst, es geht morgen in die Verkündung rein, dann kann ich euch nur sagen, Chemgas hat Richtung Amerika da drüben die Connections. Schein, dass man hier begrüßt dich. Moin. Mit richtigem Setup geht was. Sehr geil. Nee, das ist das, was du gelesen hast, Schmidt, ist richtig. Das ist richtig. Moritz Wirtz, Glückwunsch zum Sieg. In Sandford P2, GG für Julian Grubica. Stefan Mons wird Zweiter in der Goldfahrerwertung. Overall P3. P3 in der Goldkategorie für Max Florenz. Overall P4. GG Max. Jan Drexler wird Fünfter bzw. Vierter in seiner Klasse. Glückwunsch dazu an den Jan. Sebastian Brocke wird Fünfter. Yannis Zeus holt die 6. Position, also die beiden Entropy Racer Piloten auch hintereinander über die Linie. René Brey holt die 2. Position in der Silver Kategorie. Jeff Ewerts auf P9 wird 3. Mega. Heißt also Gold P1 Moritz Birzer, P2 Stefan Mons, P3 Max Florenz. Silber P1 Julian Grubica, P2 René Brey und P3 der Jeff Ewerts. Philipp Thoma holt die 10, Jens Alusar die 11, P12 für Remo Kipfer, P13 für Danny Anwand, also genau in dieser Konstellation Anordnung über die Linie gekommen. Ricky Krebs 14, Benjamin King 15, Matthias Weggel P16 abgewunken, Gerd Binder 17, Tobias Martini 18, Bobby Paceman 19, er hat sich behaupten können vor Dominik Meyer, der ist 20. geworden. Ja, es war auch sehr entspannt, muss ich sagen. Ne? Klar, ein bisschen Lackaustausch haben wir gehabt. Also diese Bengalos hier auf dem Sandford, das ist ja... Leichter Neville. Mhm. Neville, hat er gesagt, oder? War mit halbem Tank schon wieder auf 53er Kurs. Alter, du sollst nicht immer so schnell fahren, Luis. Mann. So, warte mal, was haben wir gesagt? Platin habe ich, du Gast, ne? Wollen wir kurz nachgucken? Ja. Platin. Das heißt, Moritz Birzer, Stefan Mons und Max Florenz. Wenn sie wollen. Hängen wir uns da kurz mal rein. Meter. So.
Kannst du natürlich lange Escape hören, wenn die Maus nicht hier drin ist. Eli, mach's gut, mein lieber Haus drinnen. Danke dir. Der Mord ist ja ganz schnell gewesen hier, alter Schwede. Also, Highlights laufen. Mordsmann, grüße ich. Achso, man sollte sein Headset auch anmachen, ne? Ach, scheiße, das ist. Mords, warte, gib mir eine Sekunde, ich hab die. Darfst du keinem erzählen? Freunde, werdet niemals Streamer, Alter. Bitte, werdet niemals Streamer. Das darfst du keinem erzählen hier. Jetzt musste ich ganz kurz noch. Ich habe den falschen USB-Dongle am falschen Rechner gehabt hier. So, Moritz, jetzt nochmal mit dem Ton. Servus, hi. Ah, grüß dich. Wunderbar, perfekt, wunderbar. Sehr schön. Stream höre ich jetzt auch. Wunderschönen guten Abend. Erstmal saugeile Leistung, Moritz. Glückwunsch zum Sieg. Ich hätte mal ganz dezent gesagt, verdient. Verdient. Danke, danke. Aber auf der anderen Seite, du warst lange Zeit unglaublich unter Druck gewesen von dem Julian Krubica. Wie sehr hast du das Gefühl gehabt oder beziehungsweise vielleicht sogar den Gedanke zu sagen, naja, der wird mich jetzt nicht zu 100% attackieren, weil wir fahren ja nicht in derselben Klasse. Das hatte ich tatsächlich, also wäre er reingestochen, ich hätte ihm die Tür jetzt nicht zugeknallt, weil ich dann doch den Blick auf die Gesamtwertung habe und da war das Rennen heute extrem wichtig mit Max, Jan und Herrn Thoma, dass die da so weit hinten waren, deswegen wäre er mal Harakiri reingestochen, dann hätte ich schon aufgemacht. Okay, aber du hattest jetzt nicht das Gefühl, dass es passieren könnte, oder? Nee, also er hat es auf der Stazier das ein, zweimal angedeutet, aber hat sich dann wieder hinter mir eingeordnet. Vielleicht hat er denselben Gedanken gehabt, dass auch er sich gedacht hat, Sieg in der Silberklasse ist ihm genug, bevor er ins Risiko geht, dass wir da Zeit verlieren oder dass wir uns da die Karren kaputt fahren. Also ihr habt generell einen unglaublichen großen Vorsprung rausgefahren auf P3 gesamt. Final abgewunken mit 11,3 Sekunden. Das ist sehr, sehr stattlich. Das Zünglein an der Waage war mit Sicherheit der Boxenstopp. Der Julian ist ja so ein bisschen den Undercut gefahren gegen dich. Die reine Standzeit beim Julian war 9,8 Sekunden. Deine waren 5,9 Sekunden. Und final ist er mit einer Sekunde nur hinter dir über die Linie gekommen. Ne? Also wenn der den Stopp hätte schneller machen können, wobei dann sind wir wieder beim Thema hätte Fahrradkette, interessiert keine Sau. Ne? Aber so ein bisschen für die Statistik bin ich doch immer mal wieder ganz gerne gewillt, also kurz drüber zu reden und zu sprechen. Wie war der Plan, bevor Quali antritt hier für den heutigen Abend? Es war ja eigentlich sehr, sehr trüb den gesamten Abend über. Das heißt, die Sonne haben wir sehnlichst vermisst. Ja, also ich habe voll drauf spekuliert, dass trocken bleibt. Wetterbericht hat es ja auch gesagt, dass zwar bewölkt, aber trocken sein soll. Deswegen, war genauso geplant, wie es gelaufen ist letzten Endes. Okay. Von der Pace her hatte sich das schon im Trainingsserver angedeutet. Der Ricky Krebs, Entschuldigung, gerade in den Highlights habt ihr gesehen, ey. Voll da drüber gemuppelt und dann ist wahrscheinlich auch noch dementsprechend der Tobias Martini, weil dem wahrscheinlich die Kinnlade runtergefallen ist, als er das im Rückspiegel gesehen hat, auch noch der Fehler passiert im Nachgang. Ja, hatte sich das abgezeichnet vorher im Trainingsserver schon, Moritz? Wenn ich in den Tracker reingeschaut habe, war ich da schon immer relativ weit vorne dabei. Sandford ist auch eine Strecke, die ich sehr, sehr gerne fahre und wie es so ist, wenn man eine Strecke gerne mag, dann liegt es einem auch. Ich weiß nicht, wie es von der Bob her war. Da scheint ja was passiert zu sein vor zwei Tagen, aber ich vergleiche mich da immer mit den anderen McLaren, weil wir doch einige sehr, sehr schnelle McLaren-Fahrer in der Liga hier sind und da war ich ja auch gut dabei, sag ich mal. Ja, definitiv, das hat gepasst. Sehr schön, dann will ich dich wohlverdient in den Feierabend lassen und genieß die Eistonne. Liebe Grüße an die Kollegen und komm morgen auf jeden Fall tiefenentspannt ins Wochenende rein, Moritz. Glückwunsch zum Sieg. Yes. Danke fürs Team, schönen Abend. Gerne, Dito, ciao. Jetzt kurz gucken, der Stefan ist da. Stefan Mons, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich.
Stefan? Ja, servus. Moin, grüß dich. Stefan, P2 ist es geworden in der Klasse, P3 overall, aber auch du konntest einigermaßen entspannt fahren, oder? Oder hat der Schein getrübt? Das hat ein bisschen gedrückt. Wenn der Max Florenz 1-2 Sekunden hinter dir ist, dann ist das nie so ganz entspannt. wahre Worte, ja, ja. Cemkas, mach's gut, mein Lieber, hau rein. Wahre Worte, definitiv. Was unternimmt man tendenziell dagegen? Oder was ist so deine Art des Handlings dann in so einem Fall? Blendst du den Innenspiegel aus oder soll der Teamkollege Spotter ein Lied vorsingen? Ich habe keine Ahnung. Erklär uns ein bisschen auf. Das Beste ist Ruhe und ab und zu mal was aus der Bierflasche trinke, dann bleibe die Nerven ganz ruhig. Genau, da höre ich so ein bisschen den Hesse raus, kann das sein? Nee. Nee? Den Saarländer. Ach, den Saarländer, okay. Auch nicht schlecht. Die echte Bierflasche während der Fahrt? Ja, natürlich. Okay, wieder was gelernt. Hätte ich gar keine Hand frei für. Ja, in Zolder ist ein bisschen knapp auf der Startziel gerade. Das geht auf andere Strecken besser. Du meinst Sandford? Meine ich ja, genau. Ja, Zolder ist, glaube ich, auch relativ kurz. Das stimmt schon. Ja, das ist auch genauso, ja. Ja. In die Schnabeltasse vielleicht. Nur so als Tipp fürs nächste Mal womöglich. Moritz, grüß dich, moin. Freitag geht es schon mit Bier. Wir haben Donnerstag, Moritz, ne? Wir haben morgen erst Freitag, also bitte, ne? Lars, grüß dich, einen wunderschönen. Sehr, sehr geil. Wie waren die Vorhersagen, die Prognosen von deiner Seite aus, Stefan, vor dem heutigen Rennabend? Ankommen und Spaß haben. Ich hatte tatsächlich keine Erwartungen, weil ich mit dem McLaren heute zum ersten Mal so gegen 16 Uhr meine Runden hier gedreht habe. deswegen war ich ein bisschen überrascht von der Qualifying Pace und habe eigentlich gedacht, im Rennen falle ich nochmal zurück. Aber das hat sich doch ganz gut ausgegliedert. Ich glaube, die McLarens waren heute aber auch ein bisschen besser als andere Autos. Ja, wir haben es vorher kurz im Stream thematisiert gehabt. Ne? Irgendwie kam jetzt ja eine neue BOP, die McLaren da so ein bisschen, ich will nicht sagen bevorteilt haben, das nicht, das wäre jetzt pauschal gesehen wahrscheinlich eine falsche Ausdrucksweise. Aber es hatten auf jeden Fall ein bisschen in die Karten gespielt, stellenweise, ja. Das ist korrekt. Ja. Stefan, dann Glückwunsch nochmal zu P2. Ganz, ganz tolle Leistung. Dann sprechen wir noch kurz mit Max Florenz und dann vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, Stefan. Und komm gut morgen durch den letzten Wochentag, wenn es so sein sollte und du hast keinen Brückentag, und dann auf jeden Fall gut ins Wochenende rein. Danke dir. Danke, mach's gut. Ciao. Ciao. Max, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich. Hallo. Trotz, dass es nur P3 geworden ist, haben wir das Vergnügen, das ist es trotzdem das Podium geworden. Aber ich glaube, das war Schwerstarbeit, oder? Boah, das war das Beste, was ich hätte rausholen können, glaube ich, heute mit dem ersten. Ich bin der Meinung, ja. Du hast mir beim letzten Mal was erzählt, dass Sandford nicht ganz so das Lucky Hand oder Lucky Punch Format geben könnte, ne, mit dem Aston Martin hier. Ich bin, glaube ich, bis jetzt, kann sein, dass ich dich jetzt anlüge, aber ich glaube, ich bin heute zum ersten Mal im GT3 gefahren auf der Strecke. Und sonst hier und da mal im GT4 gefahren. Echt? Okay. Ja, und hatte ich vorhin, hast du wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, ist auch keine Ausrede sonst was, Pace war auch so nicht da, aber die LFM-Bob ist leider nicht fertig für die Strecke, weil die noch nicht im Kalender vorkam. Deswegen waren die McLarens, die Lambos und die Porsches unter uns, hatten ein bisschen wenig Kilos. Dementsprechend P3 meiner Meinung nach. Ja, sehr gute Schadensbegrenzung da. Wie sehr hast du die Gesamtwertung von den Punkten her im Hinterkopf gehabt heute Abend? Extrem. Echt? Ja, Moritz auf P1, ich auf P7 in der Quali ist dann schwierig, wenn er der Zweite ist in der Gesamtwertung. Ja, richtig. Aber ich habe, glaube ich, immer noch eine ganz gute Lücke zu ihm. Na, also, er hat jetzt irgendwie 6 Punkte oder was zugefahren. Aber da muss schon noch ein bisschen was passieren. Also es waren 34 Punkte Vorsprung vor diesem heutigen Rennabend. Das heißt also etwas mehr wie P1. In Summe, für P1 gibt es ja 26 Zähler. Insofern. Ne, 34 gibt es für P1. 34? Meine ich. Ja. Nee, oder 16, ich bin gerade in der falschen Liga. 26 bei der Hove.
Ich habe das Ranking offen. P1 gibt 26, P2 23, P3 20. Also 26 Punkte, das ist okay. Ne? Also wenn du hättest heute den Sack zumachen wollen, gegebenenfalls, dann hätte, glaube ich, der Moritz Bürz seine Nullnummer fahren müssen. Ja. Und dann wäre es, glaube ich, mit Jan Drexler noch ein bisschen eng geworden für die letzten beiden Durchgänge. Wie ist die Zielsetzung für die letzten beiden Durchgänge? Wir können kurz gucken, Rennkalender, was haben wir denn? Wir sind auf dem Hungaroring dann und Paul Ricard, genau, 23. Mai, ja, genau. Du hast von der Goldklasse, du hast von den Klassenpunkten, ich habe von den Gesamtpunkten gesprochen. Hungaroring ist jetzt auch nicht eine Strecke, die ich so oft fahre, aber ich glaube, die kann ich ganz gut. Und Paul Ricard sollte ich eigentlich auch, ja, kann ich, ist auch nicht eine meiner schlechtesten Strecken. Okay. Also wenn es gut läuft, dann ist das Ziel natürlich, die letzten beiden Rennen gewinnen, ne? Ja, das ist... Zumindest das Vorletzte, so dass ich das Letzte kein Druck mehr habe. Das wollte ich hören, das wollte ich hören, Max. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es dementsprechend so passt. Glückwunsch nochmal zu P3 in der Gesamtwertung. Heute P4 ist es geworden, final. Und ja, die 26 Punkte gab es in der Klasse für dich und in der Gesamtwertung sind es natürlich die besagten 34 von dir. Deswegen, du hast recht. Richtig korrekt gewesen von deiner Seite. Max, dann alles, alles Gute. Schön, dass du bei uns warst. Danke dir und mach dir noch einen schönen Abend. Genieß das kühle Blonde, respektive die Eistonne. Und dann kriegen wir es auf jeden Fall gewuppt. Danke dir. Danke, dir auch. Schönen Abend dir. Tito, ciao. So ist der Plan, Freunde. So ist der Plan. Ja, mein lieber Lars, schön, dass du da warst. Noch kurz vor knapp. Jetzt haut der Klecks nochmal den Raid hier rüber. Wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank. Alex, für den Raid, schön, dass ihr da seid. Wir sind am Ende angekommen. Morgen Abend ist die Quali. Wie gesagt, ich habe die Streams abgesagt jetzt fürs 24er. Das ist mir alles too much, beziehungsweise war bis gestern Abend noch gar nicht safe, dass wir an den Start gehen können. Insofern, es wird jetzt doch aller Wahrscheinlichkeit nach funktionieren. Wir sind zu fünft in 24 Stunden dann am Start. Allerdings bin ich nur sporadisch dabei, weil ich am Samstag, am 11. Mai auch Geburtstag habe. Das heißt, ich habe ja auch dementsprechend jetzt wieder umgemodelt. Ich habe selber bei mir, ich will nicht sagen volle Hütte, das nicht, aber da kommt dann auch Besuch. Ich werde den Rennstart, werde ich mit Mirko begleiten. Das heißt, ihr könnt dann bei Mirko auf jeden Fall nachgucken. Matthias, vielen, vielen Dank noch für den Prime Resub, mein Lieber. Willkommen zurück im 10. Dankeschön. Und ich werde am Sonntag dann auf jeden Fall selber fahren. Ob ich da dann live bin, müssen wir mal gucken, ja, also wenn, dann sporadisch. Ja, wir haben jetzt, ich habe jetzt einen 24er auf Suzuka vor der Nase, morgen Abend ist Quali und am Samstag, auf Sonntag, um 16 Uhr ist Rennstart am Samstag, sitzen wir dann mit dem Auto drin. Aber wie gesagt, morgen beziehungsweise am Samstag dann mehr dazu und dann kriegen wir das auf jeden Fall gewuppt. In diesem Sinne. Schönen Abend noch gewünscht, Freunde. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke für die ganzen Subs, die Resubs, die Gifted Subs und natürlich auch die Follower. Und kommt ebenfalls gut zu Regen nachher. Bleibt mir gesund und munter und kommt morgen gut ins Wochenende rein. Macht's gut. Renni hauen, auf Wiederschauen. Danke, bis zum